Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu unserer Begegnung mit Herrn Kardinal Marx, dem neuen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. Ich herzlich grüße. Mein Name ist Matthias Kopp, ich bin der Pressesprecher der Deutschen Bischofskonferenz. Aufgrund der Entscheidung seines Stuhls in Rom, in St. Louis in Limburg, möchte Herr Kardinal Marx ein Statement abgeben. Er wird dieses Statement Ihnen vortragen und Fragen und Antworten haben wir nicht vorgesehen. Bitte, Herr Kardinal. Es ist gut, dass der Papst heute eine Entscheidung herbeigeführt hat, die für das Bistum Limburg eine Zeit der Unsicherheit beendet und einen Aufbruch und Neubeginn möglich macht. Ich habe großes Vertrauen, dass damit dem Ziel meines Vorgängers, Erzbischof Dr. Robert Zollitsch, Rechnung getragen wurde, in dieser Angelegenheit ein faires und transparentes Verfahren herbeizuführen. Darum hatte ich der Bischof von Limburg im Einvernehmen mit Kardinal Giovanni Laiolo und Dominikan Dr. Günter Geis gebeten. Es war ein wesentliches Anliegen, dass alle Argumente auf den Tisch kommen, alle Beteiligten, darunter auch Bischof Dr. Franz Peter Demanz van Elst, gehört werden und ein unabhängiges Gutachten als Basis für eine ausgewogene Entscheidung erstellt wurde. Sie werden grundsätzlich Verständnis dafür haben, dass ich mich zu dem Prüfbericht inhaltlich nicht weiter äußern kann und werde. Die Prüfkommission, die mein Vorgänger eingesetzt hat, konnte ihre Arbeit erfolgreich abschließen und der Bischofskongregation in Rom am 3. März 2014 ihren Bericht übergeben. Eine Bewertung ist durch die zuständigen Personen im Vatikan erfolgt. Eine weitere Kommentierung meinerseits erübrigt sich. Ausdrücklich möchte ich der Kommission unter Vorsitz von Weihbischof Manfred Grote für die geleistete Arbeit und die strikte Vertraulichkeit in der Angelegenheit herzlich danken. Mein Dank gilt auch meinem Vorgänger im Amt des Vorsitzenden, der mit Sachlichkeit und Sensibilität dieses nicht einfache Unterfangen begleitet hat. Der Bericht der Prüfungskommission wird heute Nachmittag im Bistum Limburg veröffentlicht und ist dann auch auf der Internetseite der Deutschen Bischofskonferenz für alle einsehbar. Jetzt ist es wichtig, dass das Bistum Limburg einen guten Weg in eine gemeinsame Zukunft gehen kann. Ich werde mich, sofern ich das kann und es mir zusteht, in diesen Prozess einbringen. Dazu braucht es Bereitschaft zur Versöhnung, neues Vertrauen und die Kraft des Gebets. So wird hoffentlich Heilung und neuer Aufbruch möglich. Wie nehmen wir als Deutsche Bischofskonferenz diese Erfahrung auf? Wir spüren deutlich, es gibt ein breit angelegtes Bedürfnis danach, dass die Entscheidungsgremien und Strukturen der katholischen Kirche, die teils über Jahrhunderte gewachsen sind, und sich an vielen Stellen bewährt haben, deutlicher erklärt und nachvollziehbar gemacht werden. Das sehen wir auch als Aufgabe der Bischofskonferenz an, Voraussetzungen für mehr Transparenz zu schaffen und so die Glaubwürdigkeit der Kirche zu fördern. Aus diesem Grund wurde bereits im letzten Jahr eine Arbeitsgruppe durch die deutschen Bischöfe damit beauftragt, sich mit dem Themenfeld der finanziellen Transparenz und des Vermögens der katholischen Kirche systematisch zu beschäftigen und Handlungsempfehlungen zu erarbeiten. Wir befinden uns hier auf einem guten Weg. Klar ist, wir werden gemeinsam Anstrengungen unternehmen, um das Maß an Transparenz bei den Kirchenfinanzen und deren Kontrolle deutlich zu erhöhen. Mir obliegt ja auch auf der Ebene der Weltkirche die Aufgabe, daran mitzuwirken, dass die Finanzen der Kirche transparenter und nachvollziehbar organisiert und dargestellt werden. Bischof Franz Peter Demanz van Elst wünsche ich für seine Zukunft die Kraft zum neuen Anfang und danke ihm für all das, was er an Gutem im Bistum und in der Deutschen Bischofskonferenz gewirkt hat. Herrn Generalvikar Wolfgang Grösch, der das Bistum in der Auszeit des Bischofs von Limburg in den letzten Monaten mit Umsicht und Weitsicht geführt hat, danke ich seitens der Bischofskonferenz für die geleistete Arbeit.
dem bisherigen Vorsitzenden der Prüfungskommission und Weihbischof in Paderborn, Weihbischof Manfred Grote, wünsche ich für die nun vor ihm liegende Aufgabe als apostolischer Administrator des Bistums Limburg eine glückliche Hand. Ich wünsche ihm das Vertrauen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Gläubigen und vor allem Gottes Segen. Danke. Herzlichen Dank und noch einen schönen Tag. Bis.